Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hammach und Chobi Hui. Wir wollen uns heute einmal mit den Namen in Taiwan beschäftigen, und zwar aus einem speziellen aktuellen Anlass, nämlich das Innenministerium hat Anfang dieses Monats einen neuen Bericht zu der Verbreitung von Namen in Taiwan veröffentlicht. Und dabei ging es ganz einfach um die Frage, um einmal sich anzuschauen, welcher Familienname zum Beispiel der häufigste ist oder welche Familiennamen unter den Top 10 sind. Gleichzeitig wurden aber dann auch einige andere Statistiken bekannt gegeben, und das führt dann auch zum Teil zu sehr interessanten Ergebnissen, und einige davon wollen wir uns heute einmal anschauen. Anders als die Europäer haben wir nicht so viele verschiedene Nachnamen. Wir haben insgesamt wahrscheinlich nur 100 Nachnamen, die wirklich verwendet werden, während man in Europa, man hat nicht so viele Wahl bei den Vornamen. Es hat bestimmte Vornamen, die dann immer weiter benutzt werden, während man sehr viele Nachnamen hat. Also es gibt ja viele verschiedene Variationen oder so. Auf jeden Fall in Taiwan, man spricht immer von 100 Familiennamen bei Jiaxing, und vielleicht wirklich zu 99% der Menschen hier in Taiwan haben einen Namen, die unter den 100 Namen sind. Ja, nicht ganz 99%, es sind genau genommen 96,57%. Bisschen weniger. Aber fast. Aber fast, ja. Auf der anderen Seite, es gibt so viele Möglichkeiten, damit die jungen Ehepaaren ihre neuen geborenen Kinder einen Vornamen zu geben. Also es gibt so viele Variationen und so viele Möglichkeiten. Vor allen Dingen, es gibt so viele chinesische Wörterzeichen. Also für ein ganz normaler Mensch, der die Nachrichtenzeitungen lesen kann, dann braucht er mindestens 3000 Wörter oder Ausdrücke, Zeichen. Und daher kann man sich dann vorstellen, dass man wirklich sehr viele verschiedene Vornamen tragen kann als eine Person in Europa. Sprechen wir mal von dem Nachnamen. Wir haben vorhin gesagt, es gibt die bekanntesten 100 Nachnamen in Taiwan. Es gibt noch außerdem 10 Top-Namen, die wirklich immer getragen werden. Wenn jemand mich frage, welche Namen am meisten in Taiwan getragen werden, das ist vielleicht in Deutschland Mühle, Meier und so. Wir haben hier keine Mühle oder Meier. Wir haben allerdings hier ein Chen. Familienname Chen. Chen ist wirklich ein sehr verbreiteter Nachname. Denke sofort an viele Prominenten, die diesen Nachnamen tragen, zum Beispiel der Ex-Präsident Chen Shui-bian, der heißt einfach Chen, oder dann jetzt die Präsidialamtssekretärin Chen Ju, die ehemalige Kaohsiunger Bürgermeisterin, sie heißt auch Chen, und viele anderen heißt auch Chen. Also Chen ist für mich dann die größte Familienname in Taiwan. Ja, und tatsächlich auch bei der aktuellen Untersuchung kam dann heraus, dass Chen nach wie vor an erster Stelle in Taiwan steht. Also allein statistisch gesehen ist es dann sehr wahrscheinlich, dass viele Politiker oder viele Prominente auch diesen Namen tragen. An zweiter Stelle stand der Name Lin, und auch das ist eigentlich ein sehr verbreiteter Name und ich glaube auch noch typischer für Taiwan. Also dass diese Verbreitung an zweiter Stelle trifft nicht unbedingt auf andere chinesischsprachige Länder zu, aber in Taiwan ist gerade dieser Name Lin sehr verbreitet, und es gibt ja zum Beispiel auch aus der Geschichte, es gibt viele Anwesen, die ein paar hundert Jahre alt sind, das Anwesen der Familie Lin in Banqiao zum Beispiel oder auch die Lins von Ufong in Taichung in Mittel-Taiwan, auch die haben eine große Rolle in Taiwans Geschichte gespielt, und daran kann man auch schon so ein bisschen erkennen, dass das wahrscheinlich ein sehr großer Clan ist, ein sehr großer Familienclan hier in Taiwan, dessen Name dann auch entsprechend weit verbreitet ist. Und man muss vielleicht noch dazu sagen, also diese Namen in Taiwan, diese Familiennamen gerade, die lässt man auch normalerweise nicht ändern. Also auch zum Beispiel bei Hochzeiten, da nimmt normalerweise nicht die Frau den Nachnamen des Mannes an, sondern behält ihren eigenen Namen. Also zum Beispiel auf dem eigenen Personalausweis oder auch für alle offiziellen Anlässe. Aber trotzdem traditionell oder gesellschaftlich gesehen wird sie dann eben als die Frau von dem Herrn Lin zum Beispiel. Aber sie hat, wie gesagt, vielleicht noch ihren eigenen Nachnamen Chen. Und tatsächlich, also auch statistisch wurde dann nachgewiesen, dass die Heiraten von unterschiedlich benachnamten Menschen in Taiwan zwischen denen der Namen Chen und Lin stattgefunden haben. Also
wie gesagt, wahrscheinlich auch einfach nur eine statistische Erklärung, weil das eben auch die beiden verbreitetsten Nachnamen sind. Übrigens kann man auch noch dazu sagen, wir haben ja gerade schon gesagt, dass über 96% der Taiwaner einen von 100 Familiennamen tragen, aber allein diese 10 größten Familiennamen, die werden schon von knapp 53% der Leute getragen. Das heißt also, über die Hälfte der Taiwaner trägt eigentlich nur einen von 10 Nachnamen. Also Sebastian studierte Geschichte und daher, er hat ja vorhin von den zwei Beispielen genannten, die mit der Geschichte zu tun haben, die auf 100 oder 200 Jahre zurückführen kann. Wenn ich an Lin denke, denke ich eigentlich an diese Supermode in Taiwan, diese Lin Zhiling. Sie ist total hübsch und hat natürlich sehr schöne Figur. Sie heißt zum Beispiel Xiong Lin oder eine andere Schauspielerin, Lin Xinru. Sie ist auch sehr bekannt, auch ein sehr hübsches Gesicht oder überhaupt. Also sie ist natürlich für mich so eine Vertreterin der Familie Lin-Gruppe. Chen und Lin sind die zwei am meisten verbreiteten Nachnamen, Familiennamen in Taiwan. Und an der dritten Stelle ist Huang Gelb. Und viele Taiwaner tragen diese Namen. Und ja, ich kann auch sofort einige Namen nennen, zum Beispiel unsere Vize-Manager der Programmabteilung von RTI, Carson Huang, der heißt Huang. Der war im Mai dieses Jahres noch mit mir und unserer Intendantin in Berlin und in Ottenau. Wir haben an den Hörertreffen teilgenommen. Der zum Beispiel heißt Huang und es gibt zum Beispiel auch ein Huang Fei Hong, ein Kung-Fu-Sportler. Oder dann Huang Xiaomin, auch ein sehr bekannter Schauspieler. Oder Huang Pingyue, ein sehr bekannter Sänger hier in Taiwan. Also viele heißen Huang. Auch der Familie Zhang ist hier in Taiwan sehr verbreitet. Auch viele Prominenten tragen diesen Namen. Oder Li. Li ist natürlich sehr wichtig. Mein Mann heißt Xiong Li. Und denke ich an Li, dann denke ich natürlich auch an Li Denghui, den Ex-Präsidentin von Taiwan und der war damals sehr einflussreich und ist jetzt 96 Jahre alt und noch ganz fit und so. Und es gibt natürlich noch viele andere Namen in den Top 10. Ja, dein Nachname gehört übrigens nicht zu den Top 10. Er ist etwas seltener. Und auch ein Nachname, der nicht zu den Top 10 gehört und der etwas eigentlich noch besonderer ist, wahrscheinlich noch seltenerer zumindest ist als dein Nachname, das ist der Intendantin. Lu. Genau, also ihr Name heißt ja eigentlich übersetzt Straße, wenn man das mit einem Wort übersetzen möchte. Den hört man eigentlich sonst auch nicht so oft. Es gibt aber andere Namen vielleicht mit einer ähnlichen Aussprache, aber auch die sind nicht unter den Top 10 verbreitet. Und der nächste Name auf dieser Liste der Top 10 wäre Wang, also der König. Den sieht man auch sehr oft, obwohl es gar nicht so viele Könige geben kann eigentlich. Und dann gefolgt von Wu, Leo, Cai und Yang. Ja, Cai ist unsere Hörerinnen und Hörer bestimmt bekannt, weil unsere Präsidentin diesen Namen trägt und sie heißt Cai Ingwen. Cai ist ihr Nachname, Cai und Ingwen. Ing heißt Heldin oder in diesem Fall Heldin und Wen ist Literatur. Und man könnte aber auch ihren Namen als Englisch lesen oder übersetzen. Ja, genau. Cai Ingwen und sie ist eigentlich nicht die einzige Taiwanerin, die diese Namen tragen, sondern auch weitere 33 Menschen heißen Cai Ingwen. Also wie gesagt, man hat eigentlich große Auswahl bei dem Vornamen. Allerdings dann trifft man den anderen zu, die auch denselben Namen tragen, zum Beispiel in diesem Fall. Aber unsere Ex-Präsident Ma Ying-jeou, Ma ist der Nachname und Ying-jeou Vorname. Und es gibt in Taiwan nur er, diesen Namen trägt. Ja, und auch jetzt, wenn man sich einmal die Nachnamen der bisherigen Präsidenten anschaut, also jetzt nicht, um unbedingt diese Liste groß zu politisieren, aber die in Taiwan geborenen bisherigen Präsidenten, die sind tatsächlich alle unter diesen ersten 10 großen Nachnamen vertreten, aber die bisherigen, die eigentlich in China oder in Hongkong geborenen Präsidenten Taiwans, die findet man nicht auf dieser Liste, also weder Ma noch Jiang, die sind hier etwas weiter unten anzusiedeln. Aber was ja auch noch sehr interessant ist bei dieser Umfrage, was dabei herausgekommen ist, das sind so bestimmte Korrelationen, die hergestellt wurden. Zum Beispiel hat man festgestellt, dass der Altersindex bei den Personen mit dem Nachnamen Leo am höchsten ist. Das heißt also auf ganz Taiwan bezogen, dass die Menschen mit diesem Nachnamen eben im Vergleich zu der vorherigen
derartigen Untersuchungen stärker gealtert sind. Das heißt, es hat vielleicht weniger Nachwuchs gegeben oder wie auch immer diese Zahl dann zustande gekommen ist. Und dann hat man auch noch herausgefunden, dass die Leute mit dem Nachnamen Gur am meisten Immobilien besitzen. Ja, kein Wunder, dass ich nicht so viele Immobilien besitze, weil ich nicht Gur heiße, sondern Cho. Cho, dieser Name tritt wirklich eher selten auf. Aber es gibt tatsächlich noch ein paar Nachnamen, die wirklich ganz, ganz selten sind. Zum Beispiel der Nachname 1. Und das 1 als Nachname, das ist nicht nur einfach zu schreiben, weil diese Zeichen hat nur einen Strich, sondern auch, dass nur ganz, ganz wenige Leute diese Namen tragen und nur 17 Taiwaner, die I-1 heißen. Und es gibt noch einen anderen Nachnamen, nämlich I. Und das ist auch ganz einfach zu schreiben, weil diese Zeichen hat nur einen Strich. Und insoweit gibt es nur 25 Leute, die I heißen. Und eine andere Familie hat wohl ein bisschen Probleme oder Schwierigkeiten, mindestens für Kleinkinder, wenn die dann ihren Nachnamen schreiben sollen. Und dieser Name heißt Ruan und diese Zeichen hat schon 30 Strichen. Und ja, das ist natürlich sehr aufwendig, wenn man diesen Nachnamen schreiben. Und es gibt insoweit auch nur eine einzige Person, die diese Name trägt. Und mein Familienname Cho ist einfach zu schreiben, aber mein zwei Vornamen, das sind ja sehr kompliziert und Bi, Hui und die jeweils über 20 Strichen. Und daher, ich habe früher immer als Vize erzählt, als meine Kommilitone neben mir schon die ganze Klausur fertig geschrieben hat, bin ich noch beim Schreiben meinen Namen geblieben. Also das heißt, das kann nur bedeuten, dass mein Name sehr kompliziert ist und für ein Kleinkind ist das wirklich nicht so einfach, den Namen fertig zu schreiben. Und daher, als ich noch klein war, hatte ich meinen Namen sehr oft falsch geschrieben. Das heißt, man hat eigentlich einen Wettbewerbsnachteil, je nachdem, welchen Namen man trägt. Ja. Und es gibt ja auch noch so bestimmte Vorurteile oder traditionelle Gedanken zu einzelnen Namen oder zumindest damit verbundene Gedanken. Zum Beispiel ist es eigentlich ein bisschen tabu, heutzutage vielleicht weniger als noch vor ein paar Jahrzehnten, dass Leute mit dem gleichen Familiennamen heiraten. Denn es heißt ja im Prinzip übersetzt, dass man zwar, auch wenn man nicht aus dem gleichen Dorf unbedingt stammt oder so, aber dass man eigentlich ja zur gleichen Familie gehört. Und dieser Gedanke ist natürlich auch in anderen Kulturen eher verbreitet, dass man das also normalerweise nicht tut. Aber bei der aktuellen Untersuchung hat sich dann herausgestellt, dass es doch noch sehr viele, also sogar über 100.000 Paare in Taiwan mittlerweile gibt, wo eben beide Eheleute den gleichen Familiennamen tragen. Und in diesem Fall stellt sich natürlich auch nicht die Frage, welchen Namen man übernimmt. Also gerade eben haben wir schon gesagt, das macht man normalerweise in Taiwan sowieso nicht. Aber in diesem Fall haben dann tatsächlich eben beide den gleichen Nachnamen, wie das ja da oft in vielen westlichen Ländern sowieso der Fall ist, wenn die Frau den Namen des Mannes übernimmt oder auch umgekehrt. Und was auch noch eine Besonderheit in diesem Bericht war, dass das Innenministerium wohl zum ersten Mal auch den Zusammenhang untersucht hat zwischen einzelnen Familiennamen und deren Verbreitung in bestimmten Dörfern. Und dabei hat man herausgefunden, dass es in Taiwan knapp 150 Dörfer gibt, in denen mehr als die Hälfte der Einwohner den gleichen Familiennamen trägt. Das heißt also, es gibt vielleicht ein Dorf Leo, das dann auch in etwa so heißt. Und tatsächlich innerhalb dieses Dorfes, da tragen dann eben die meisten diesen Familiennamen. Ja, genau. Also in der Geschichte hat man schon sehr viele solche Dörfernamen gelesen. Also meine Familienname Cho, dann gibt's in der Geschichte zum Beispiel in Miaoli, wo meine Eltern stammten, auch Dorf Cho oder Dorf Liu, Dorf Guo und so. Und die Leute blieben früher eigentlich das ganze Leben lang nur in diesem Dorf. Und das ist wohl auch der Grund, warum man früher sich dagegen ausgesprochen hatten, zwei Leute, die denselben Namen tragen, nicht heiraten durfte. Allerdings, das war wirklich früher der Fall gewesen und heutzutage, dieser Tabu hat natürlich keine Gültigkeit mehr. Und wie gesagt, in Taiwan zum Beispiel, jeder Zehnte heißt Chen und daher die Leute, die Chen heißen, machen insgesamt 11,14% aus. Und daher, jeder Zehnte heißt Chen und die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass eine Frau Chen einen Herrn Chen heiraten und so. Man möchte auch nicht, dass die Auswahl dann zu eingeschränkt wird. Ja,
genau. Also das kann wirklich alles passieren. In diesem Bericht geht es eigentlich nicht nur um den Nachnamen, sondern auch um den Vornamen. In diesem Bericht vom Innenministerium werden einige häufig benutzte Vornamen auch vorgelegt. Und die oft genannten Namen werden in Taiwan immer als Zai Chia Mia genannt, nämlich Gemüsemarktnamen bezeichnete. Das heißt, wenn man einen Gemüsemarkt besuchte und sprach man diese einen Namen aus und dann kamen vielleicht ein paar Leute, die genau diese Namen tragen. Also das sind ja die ganz häufig benutzten Namen und in dem Bericht vom Innenministerium sind einige Namen genannt, zum Beispiel Jia Hao, das ist ein Männername und nach dem Statistikzahl des Innenministeriums tragen 14.208 Männer diesen Namen. Die heißen alle Jia Hao, gefolgt von Zhi Ming und Jun Jie. Ich kenne eigentlich keinen Jia Hao in meiner Bekanntenschaft, aber einen Jun Jie kenne ich. Und der ist der Professor an der Taida Universität und zwar im Seminar Geschichte. Er kann dein Professor sein, aber ich habe dich zuvor schon mal gefragt, wo ich weiß, dass du ihn nicht kennst, aber Junjie ist wirklich dann ein sehr verbreiteter Name. Viele andere Junjies, vielleicht lerne ich ja noch einen anderen von den anderen kennen. Ja, vielleicht. Und das waren die Männernamen und für die Frauennamen sind Shufen, Shuhui, Meiling am meisten verbreitet. Ja, und wir haben ja gerade schon gesagt, dass man die Nachnamen normalerweise nicht ändert, aber die Vornamen, die werden eigentlich sehr häufig geändert. Und man hat auch bei dieser Untersuchung herausgefunden, dass wohl in der Vergangenheit vor allem die Leute, die jetzt so zwischen 27 und 34 Jahre alt sind, diejenigen sind, die am ehesten ihren Vornamen ändern werden im Laufe der Zeit. Und dafür gibt es normalerweise auch bestimmte Gründe. Also man ändert natürlich auch nicht aus Jux und Dollerei einfach mal seinen Namen, sondern man hat damit bestimmte Erwartungen verbunden. Zum Beispiel, das kann sein, dass man in der Vergangenheit etwas Unglück hatte und dann versucht, das eigene Schicksal besser oder positiver zu beeinflussen, indem man dann den Namen ändert. Oder es kann zum Beispiel auch sein, dass man sich davon verspricht, dass man mehr Glück hat auf der Suche nach einem Ehepartner. Ja, also man kann wegen der Gesundheit, wegen der Karriere, wegen einer Ehe oder irgendeine Lotterie oder was weiß ich, man kann natürlich auch den Namen ändern. Nach dem taiwanischen Gesetz darf man im Leben zweimal seinen Namen ändern. Und bei besonderem Anlass kann man sogar dreimal seinen Namen ändern. Und ich habe jetzt meine Quote noch nie benutzt. Allerdings, ich kenne tatsächlich viele Leute in meiner Bekanntenschaft, die deren Namen geändert haben. Zum Beispiel vor kurzem habe ich dann meine Schwimmpartnerin getroffen. Ich habe dann beim Gespräch festgestellt, dass sie schon einmal ihren Namen geändert hatte. Sie hat nicht begründet, warum sie ihren Namen geändert hatte. Sie hat nur erzählt, dass sie früher ein bisschen Pech bei bestimmten Angelegenheiten und seitdem sie ihren Namen geändert hat, fühlte sie sich glücklicher und wohl. Und da, das ist ein. Und in den Berichten von dem Innenministerium werden auch noch darauf hingewiesen, dass viele Namen der Prominenten sehr oft kopiert. Zum Beispiel Shu Hao. Shu Hao ist ein Männername. Lin Shu Hao, der heißt übrigens auch wiederum Lin. Lin Shu Hao ist NBA-Basketballspieler und er ist sehr bekannt hier in Taiwan und sehr beliebt. Und insoweit gibt es 2029 Leute, Shu Hao heißen. Und Yani zum Beispiel, sie ist eine sehr bekannte Golfspielerin aus Taiwan. Und insoweit gibt es 696 Yani oder Baochun. Baochun ist ein Meisterbäcker. Insoweit gibt es 722 Leute, Baochun heißen. Ja, das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hammach und Chobi Hui.